Beginnen wir mit Herrn Mölling. Wir sehen, wie Soldaten offenbar eine Zivilperson erschießen. Wir hören von diversen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Städte werden offenbar zerstört, völlig und eingeschlossen, quasi ausgehungert. Welche militärische Strategie steckt dahinter? Ja, man mag kaum von einer militärischen Strategie aus einer westlichen Perspektive reden, denn hier geht es quasi darum, Gewalt und Gewaltexzesse als Schreckmittel zu benutzen. Auf der einen Seite, möglicherweise geht es aber auch wirklich um reine Brutalität in diesem Zusammenhang. Das ist leider nichts Neues. Es ist wichtig für uns, die Kategorie Völkerrecht und Kriegsverbrechen hochzuhalten. Es muss uns aber auch klar sein, dass die russische Armee sowohl von ihrer politischen Spitze, also dem russischen Präsidenten, bis runter auf die untersten Ebenen von dieser Kategorie offensichtlich überhaupt nichts hält, sodass wir darauf gefasst sein dürfen, dass wir in den nächsten 2 Wochen noch mehr dieser schrecklichen Bilder sehen werden. Frau Sasse, auf der anderen Seite gibt es aber auch, das haben wir gerade gesehen, Proteste gegen diesen Krieg und eben eine andere Lesart, auch in Russland. Sind das Ihrer Meinung nach Einzelaktionen oder bewegt sich da doch etwas? Ich denke, es bewegt sich etwas, aber es wird nicht direkt auf das Kriegsgeschehen und die wachsende Brutalität, die wir sehen, einen direkten Einfluss nehmen können. Es sind Prozesse in der Gesellschaft in Russland im Gange und die können meines Erachtens auch das Land mittelfristig, längerfristig verändern. Aber wie gesagt, jetzt ist ein Kristallisationspunkt für diese verschiedenen Proteste zu sehen, aber sie werden das Kriegsgeschehen momentan kaum beeinflussen können. Herr Mölling, wie sicher kann sich denn Putin sein, dass er diese Art des Krieges so weiterführen kann? Denn wenn sich nur mittel- oder langfristig etwas ändert, dann sieht es ja so aus, als könnte er quasi mit dieser Strategie weitermachen. Naja, also er kann möglicherweise damit weitermachen. Die Frage ist, ob er seine politischen Ziele erreicht, die er gerade versucht, mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Also, denn er hat ja ganz klar gesagt, was er eigentlich erreichen will. Ob er das damit erreichen kann, ist die Frage. Wir müssen damit rechnen, dass die russischen Streitkräfte in 1 bis 2 Wochen quasi komplett zum Stillstand gekommen sind und dann eigentlich nichts mehr weitermachen können. Und dann läuft die Uhr noch stärker gegen Putin, weil keine Fortschritte mehr zu erzielen sind, die Sanktionen immer stärker greifen. Und die Menschen, die ihn an der Macht halten, die Frage stellen, okay, erreichen wir noch irgendwas mit diesem Präsidenten oder möglicherweise besser ohne ihn? Jetzt sagen Sie, in 2 Wochen könnte dann Stillstand stattfinden. Wie kommen Sie da drauf? Woran machen Sie das fest? Ja, wir sehen, dass die russischen Streitkräfte immer stärker verschleißen. Das ist normal in solchen Gefechten. Und an irgendeinem Punkt müssen sie die Streitkräfte entweder regruppieren oder neue Streitkräfte nachführen. Das sind die wesentlichen Variablen. Jetzt kann man natürlich sagen, es kommt dazu, dass noch weitere Streitkräfte zugeführt werden. Die belarussischen Streitkräfte kommen dazu, dann mag das etwas anderes sein. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass die Gegenwehr immer stärker wird auf der einen Seite und Russland sich überlegen muss, ob es tatsächlich in die Metropolen einsteigt, was dann eine ganz andere Art von Konflikt ist, was auch mit sehr viel höheren Verlusten bei den Streitkräften einhergehen wird. Frau Sasse, jetzt haben wir gehört, also es könnte sein, in 2 Wochen kommt es zu einem Stillstand. Das wäre dann vielleicht nicht mehr so einfach für Putin, seine Kriegsziele zu erreichen. Wie stark sehen Sie denn dafür eine Chance in Russland, dass es dann tatsächlich dazu kommt, dass eben es keine Möglichkeit gibt, diese Ziele mehr zu erreichen? Ist es dann vielleicht die Chance, die Gesprächskanäle zu Putin offen zu halten, ihn darüber zu bewegen, dass dieser Krieg aufhört? Es laufen ja auf verschiedenen Ebenen Verhandlungen und sie stocken und sie kommen nicht voran, weil insbesondere die russische Seite momentan noch nicht zu ernsthaften Verhandlungen bereit zu sein scheint. Aber wir sehen, dass sich der Ton auch auf der russischen Seite etwas verändert. Und zumindest sind die Verhandlungen, die auch zwischen ukrainischer und russischer Seite direkt stattfinden, durch eine sogenannte von den Verhandlungspartnern als Verhandlungsparteien als technische Pause bezeichnete Unterbrechung sofort fortgesetzt worden. Das heißt, es scheint etwas konkreter in diesen Verhandlungen zu werden. Und das kann man ja vielleicht ganz vorsichtig optimistisch zumindest so auslegen, dass es um Waffenstillstandsverhandlungen geht. Bei den eigentlichen Forderungen in diesen Verhandlungen ist man nach wie vor so weit auseinander, dass es bisher schwer vorstellbar ist, dass man in einem 2-wöchigen Rahmen zu konkreten Verhandlungsergebnissen kommen wird. Herr Mölling, noch mal an Sie die Frage. Gibt es denn die Möglichkeit, dass Putin überhaupt einlenkt, ohne sein Gesicht zu verlieren? Das kann ich Ihnen einfach nicht sagen. Ich glaube, das hängt von Druckpunkten für Putin ab, die wir oder die ich zumindest nicht kenne. Also was muss er denn eigentlich erreichen? Was muss er zu Hause abliefern?
kann er das seinen Angriffskrieg, den er als Spezialoperation begonnen hat oder ihn zumindest so nennt, kann er da einfach zu Hause sagen, die Operation ist erfolgreich abgeschlossen und damit ist es beendet? Oder aber muss er tatsächlich mindestens Kiew eingenommen haben, um seine politischen Ziele eigentlich erreicht zu haben? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Klar ist aber auch, dass die militärische Situation irgendwann zwingend sein wird, wenn beide Streitkräfte keine Geländegewinne mehr machen können und es nur noch Verluste auf beiden Seiten gibt, dann ist so eine Art von Kulminationspunkt erreicht. Ab da wird es wahrscheinlich mit den Verhandlungen einfacher werden. Aber ganz klar, das wird ein hoher Blutzoll vorher werden. Sagen Herr Mölling und Frau Sasse, vielen Dank für die Einordnung.